Ja, das müsste ich noch ein bisschen üben. Naja, das kriegst du noch hin. Benutzt du eigentlich die Tasten? Ja, ständig. Ja, okay. Benutzt du eigentlich die Tasten oder die Maus oder beides? Die Tasten. Okay. Ich mach beides im Misch. Weil wenn du später 30 Aktionsleisten hast, dann nimmst du ungefähr die ersten 5 Tasten und den Rest klickst du einfach dich durch. Manche machen das dann auch noch mit Steuerung und Buchstaben. Aber das kann ich absolut nicht. Dann klicke ich mich lieber durch. So, da sind wir schon bei der Leibbewahrerin. Velania. Anu Belore Denala. Zwischenfall beim Sanktum des Westens. Quest beenden. Und da kriegen wir direkt die nächste Quest. Wir müssen jetzt die Mana-Gespenster töten und noch den Eindringling besiegen. Sehr schön. Die Mana-Gespenster stehen auch direkt vor mir oder vor uns. Und da siehst du, was ich jetzt meine, wenn die jetzt vor uns stehen, der Name wird dann rot angezeigt, andere Mobs nicht, nur die Quest-Mobs. Dann fangen wir mal. Ja. Ja? Siehst du, da vorne vor uns ist zum Beispiel eine Blutdistel. Dieses Symbol ist jetzt das Kräutersymbol. Wenn du jetzt Kräuterkunde hättest, könntest du das abernten. Und dann würdest du da ein paar Blumen rauskriegen. Die werden aber auch auf der Karte angezeigt, wenn man sie braucht oder wenn man es Okay. sehen muss. Oh, von hinten. Und er ist ein Level aufgestiegen. Nein. Nein? Nein. Der Gegner hat gerade auf mich so eine Art Mondfeuer, genau, Mondfeuer hat er gemacht. Und Glyvo ist schon wieder tot. Ja, da haben gerade so, ich glaube, ungefähr 8 Räuber oder sowas auf mich eingeschnetzelt. Das geht ja gar nicht. Ja, das war gerade etwas sehr übel. Du kommst nicht wirklich dazu, ne? Nein. Ist das langweilig? Nein. Okay. Folgendes. Also sie braucht aber auch ewig für ihren Zauber. Ja, das ändert sich mit Equip halt. Also Equip für die Leute, die es nicht wissen, Ausrüstung. Damit ändert sich es halt auch. Je mehr Tempo drauf ist, desto schneller bist du dann halt. So, dann brauchen wir noch 3 von denen. Nee, gar nicht mal 2 von denen. Mathe könnte man können. Könnte man können. Könnte man, aber will man Sollte nicht. man können. Sollte man können, genau. Und da oben sehe ich auch schon den Eindringling, den wir töten müssen. Okay. Dann töten wir ihn mal. War ja Da gar keine Herausforderung. Ja, der hat sogar noch ein Dokument dabei mit einem Quest. Das kannst du im Rucksack aufrufen und dir annehmen. Achso, du läufst schon in Richtung Abgabe. Abgabetermin. Ja, ich kenne dich ja. Ich darf ja jetzt hier bestimmt nicht weiter leveln. Wenn ich hier zu schnell bin, dann sag Bescheid. Möchte halt relativ schnell zu Glyvo auch kommen. Ach, so ist das. Deswegen lege ich gerade so ein Tempo an den Tag. Ach, wieso willst du denn so schnell herkommen? Kann ich Ja, gar ne? nicht verstehen. Ach ja. Jetzt bin ich ein Level hoch. Stufe 7. Ja, dann würde ich sagen, Nochmal. Faltenplatz. Jupp. Ach ja, schön. Oh. Oh, schau mal, wie schön das bei mir aussieht. Wenn du, machst Blinkt du sich ja ein... manchmal. Ja, mach ich auch manchmal. Genau, pass auf, bei Jetzt. mir. Ja. Yeah. Pass auf, bei mir, während er... Nein, jetzt dreht er sich nicht. Siehst du mich denn? Ja. Okay. Jetzt macht er das natürlich nicht. Jetzt.
Aber das war ja sehr halbherzig. Naja, weil. Ja. Bei mir hat er sich bis jetzt nicht einmal gedreht. Doch jetzt! Weißt du, wie der tanzt? Total hässlich. Dance. Ja, das sieht jetzt gerade lustig aus, aus meiner Perspektive. Du hast, glaube ich, von Britney Spears dieses Toxic. Okay. Ja, die die Tänze sind an richtige Tänze halt angelehnt. Aus Musikvideos, da gibt es auch auf YouTube ein Video, könnt ihr ja mal nachgoogeln, YouTuben. Googeln wir mal nach. Einfach mal WoW Dances eingeben, das findet ihr sofort. Da sind alle Tänze aufgeführt und woher die kommen oder woher die stammen. Mhm. Sehr schön. Naja, ich versuche ja hier so ein bisschen Insiderwissen auch, oder was heißt Insiderwissen? Generell ein bisschen Wissen zu vermitteln. Damit die 9 Jahre WoW nicht umsonst waren. Richtig. Neun Jahre ist schon krass. So viel Zeit. Ich glaube, erst ab dem 4. Geburtstag haben die Erfolge eingeführt, ja. Der 4. Geburtstag von WoW, der 5. Geburtstag von WoW, der 6. Geburtstag, der 7., 8., 9. Und jetzt haben wir bald den 10. Ich bin mal gespannt, was dann auch für Geschenk in der Post ist. Oh, du kriegst ein Geschenk? Ja, man kriegt dann Geschenke. Ja. Draußen, Süße? Ja, ich will mein Zeug loswerden. Ah, okay. Okay, dann. Ja, ich habe momentan mein Inventar leer. Jetzt eigentlich? Wo denn eigentlich? Was denn eigentlich? Das Quest abgeben hier. Welches denn? Bei mir ist keins abzugeben. Ach so, Brief ist im Rucksack. Rucksack Shift B oder B. Und dann auf dem Brief mit Rechtsklick, wo das Ausrufezeichen drauf ist. Brief. Belastende Dokumente? Genau. Rechtsklick. Okay. Kannst du den jetzt hier direkt bei ihm abgeben, oder? Ja. Sehr gut. So, und dann bekommen wir ein neues. Ja, wir müssen gleich wieder zu dem Sanktum, wo wir vorhin den Cut gemacht haben. Wie schön. Und jemanden von Ausgrabungsleiter Ambossel zu Aeldon. Yep. Dann machen wir das doch. Dann machen wir das. Aber vorher verkauf erstmal. Ja. Was habe ich denn jetzt hier eigentlich alles? Besuchte Arkan Spanien brauche ich nicht mehr. Schimmernder Staub. Was ist denn das? Das, ist euer das muss ich mir mal anschauen. Die Gerechtigkeit wird Antidisziplinarstab. Achso, ja. Mhm. Also ich habe auch nichts wirklich. Stab des Sonnenwanderers. 0,3 Schaden pro Sekunde. Den nehmen wir mal. Ah ja, sehe ich schon. Soll ich trödeln? Wer sagt dir, dass ich trödel? Hat das gerade der Charakter zu dir gesagt? Ja. So, Leinstoff behalte ich, ne? Mhm. Achso, und du kannst oben direkt mal hin in dieses Gasthaus. Ist das das Gasthaus oder das andere? Ne, das andere ist das. Da kannst du kochen lernen. Das, das hört sich böse an, ich weiß, aber da kannst du kochen lernen. Und da kannst du auch Erste Hilfe lernen. Dann kannst du den Leinenstoff, solange du keinen Schneider hast, auch für Erste Hilfe benutzen. Hat er eine Frau dabei, schickt das erstmal in die Kochschule. Ja, ja, will erstmal der Frau, wie man kocht, genau. So muss das, ne? Naja, wir finden für dich schon unerwas. Kannst du mir erstmal ein Haus bauen? Das geht leider in WoW noch nicht. Hier, Erste Hilfe. Na? Mhm.
Okay. Hier bei ihr? Ja. Bei Karina Ra. Was ist euer Begehr? Und dann gehst du. Hast du schon gelernt? Nö. Ach, sollte ich das jetzt lernen? Das ist jetzt so. Ja, was du hast, hast du, ne? Ja, das ist klar. Dann musst du halt einfach nur auf, was war das, Lehrling oder so, Erste Hilfe? Genau, du hast es raus. Und hier kannst du kochen lernen. Da siehst du schon, ganz viel Fleisch muss auf den Tisch. Na, dann tue ich mal dem Mann den Gefallen und lerne kochen. Sehr schön. Ja, sehr schön. Noch irgendwas? Ja, ja. Und Level 12. Gratz. Wir stehen uns sehr nahe gerade. Tun wir das, ja? Mhm. So, haben wir nie lange rumgeschickert hier. Mal weitermachen, ne? Okay. Hier, da einfach mal runterspringen. So ein... Angeber. Das wirst du auch noch machen, Süße. Glaub's mir. Du wirst die Wege nicht alle immer laufen. Du wirst abkürzen. So. Reparieren? Können wir was reparieren? Muss? Nein. Okay. Dann holen wir uns jetzt erstmal den Kopf. Let's walk. And I walk 500 miles and I walk 500 more. Und ich gehe jetzt auch. Und ich laufe jetzt weiter. Gehen kannst du übrigens mit der Geteilt-Taste auf dem Numpad. Da du kein Numpad gerade hast, glaube ich, geht es auch mit der anderen Geteilt-Taste da. Oder Schrägstrich, glaube ich. Okay. Hallo? Hier? Hier? Da ist er, der scheiß Zwerg. Hau dem Zwerg den Kopf ab. Seid auf der Hut. Dem soll ich jetzt den Kopf abhauen? Dem müssen wir beide jetzt den Kopf abhauen. Wie mies. Selber schuld, wer uns verrät. Huch. Nur... Wir wollen dich töten. Das geht uns durch den Kopf. Was für eine Art ist das? Ich warne euch. Oh. Schon tot. Hauptsache, wie er zähes Stockfleisch einfach dabei hatte und neben dem Kopf jetzt bei mir im Inventar liegt. Ja. Ja, das ist. Kennst du ja jetzt schon von Forrest. Ja. Da hast du ja auch öfter mal Köpfe im Inventar. Wusstet ihr zum Beispiel, dass in, war das Japan oder war das in Korea, WoW genau aus diesem Grund lange Zeit verboten wurde, wegen den Köpfen, die man im Inventar hat. Es wurde dann das Icon von sämtlichen Köpfen im Spiel geändert und mit einem Sack versehen, und wo dann einfach nur ein Totenkopf drauf war. Oh, nein, das wusste ich nicht. Und es wurde in Nordkorea, glaube ich, verboten, die Untoten wurden komplett verboten, die wurden aus dem Spiel entfernt, weil sie Knochen zeigen. Sie Knochen zeigen? Ja. Ja, bei manchen zu viel Bein, zu viel Titten, bei denen sind halt die Knochen das Problem. Das war echt das Problem. Das fand ich einfach nur krass, dass man wegen sowas ein Spiel zensiert. Ein Kinderspiel wohlgemerkt. Da kann ich nichts mit anfangen mit dem Loot hier. Ach, der hat noch eine Quest. Sprech mit Waldläuferin Degolien in Morgenluft im Immersangwald. Ja. Herzlichen Glückwunsch zu Stufe 8. Okay. Okay. Ja, du bist auch wieder relativ leise jetzt geworden. Nein. 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 Aber gut, dass du das sagst, dann strenge ich mich ein bisschen mehr an.
Ich kann ja ein bisschen Kaffee trinken, weil ich werde da wieder lauter. Weil ich merke nämlich, dass es meiner Stimme jetzt auch gerade einen Abbruch tut, so viel hintereinander zu reden und in einer Tour und durchzureden. Ja, das bin ich ja noch nicht gewöhnt. Bitte habt Nachsicht mit mir. Ach ja. So, die Disziplin können wir ja abgeben gehen, ne? Ach so, ja. Wir haben etwas zum Abgeben. Huch. So viel zum Thema rechts und links. Ja. Sehr gut. Schweierdors. Ja, die Laufwege sind natürlich jetzt anfangs total ätzend. Stimme ich euch allen zu, wenn ihr das jetzt runden. Was ist heute los? Mit einem Eimer durch diese Viecher hier. Ah, da ist ein. Da war einer. Ja, bevor ich das. Ja. Du hast ihn noch durchgekriegt. Ja. Zack. 5 Kupfer. Sehr schön. Ich muss mal was trinken, weil meine Stimme wird auch langsam richtig dünn. Hm. Das Trinkgeräusch aus der Siebe. Da trinkt er aber einer sehr laut. Das war jetzt demonstrativ. Umgeben. Das war hier auf Roleplay bezogen. Ah, ja. Was soll man dir jetzt glauben? Ja, das musst du mir glauben. In Game muss man sich hinsetzen. Ja. So, und da kriegen wir einen neuen Beutel. Und wir sind in der Rufstufe aufgestiegen bei Silbermond. Oh. Wir sind jetzt wohlwollend eingestellt. Das freut mich. So. Und wir gehen dann mal wieder zurück. Den Weg, den wir gekommen sind. Genau. Ja, das ist halt nervig, die Laufwege. Ich würde sagen, wir schwimmen durch diesen Tümpel. Huch, wo bin ich denn jetzt da? Ich bin schneller. Platsch. Hauptsache auf einer Höhe, ne? Ja, ja. Erster. Schreist du das immer? Entschuldigung, das war eine Vorlage. Das war eine Vorlage, die musste ich verwandeln. Tut mir leid. Die hätte jeder andere auch verwandelt. Ah.